Willkommen, willkommen, willkommen. Ein weiterer Teil, ein Jahr, 1000 Wunder. Für die Verwunderten, um was denn da gehen kommt, da kommt eine Infokarte mit Videolink, wo das erklärt wird. Für die anderen, um was geht es diesmal und wo sind wir? Wir sind mal da, mal dort, mal ganz woanders und gehen durch um auffällige Blüten und dies Ende April, Anfang Mai. Und die, was schon länger zuschauen, wissen, das verschiebt sich Jahr für Jahr zu Jahr. Das regelt der phänologische Kalender. Auch da kommt der Infolink, was denn das sein kann. Ich beginne mit der für mich wohl auffälligsten Blüte von heimischen Bäumen. Und das ist die gemeine, schrägstrich gewöhnliche Rostkastanie. Es gibt bei uns dann auch ganz oft rosablütige, die zeige ich euch nachher noch. Das ist die fleischrote Rostkastanie, was eine Mischung aus gewöhnlicher Rostkastanie und roter Rostkastanie ist. Aber ja, schaut, also das ist ja, genau, da hat es ein Austriebsvideo gegeben, das verlinke ich auch noch da, ihr Armen, aber das war, das, ja, schaut, da sieht man noch Knospenreste und all dieses, liebe Kastanie, danke. All dieses, was wir da jetzt sehen, großes Blatt, großes Blatt, großes Blatt, großes Blatt und dann fette Blütenanlage, war in einer Knospe versteckt. Ja. Also da nur ein Stück mehr drauf, also ist gigantisch. Und eben, um das geht es ja jetzt, diese Blüte. Wenn man sich das anschaut, dieser große Blütenstand besteht aus mehreren Einzelblüten und die erste große Auffälligkeit ist, dass die nicht alle die gleiche Farbe haben. Seht, da sind manche gelb und manche rot. Ja. Und wenn man sie, schauen wir, gehen wir da einfach nur eine Runde. Die sticht, Brombeeren stechen. Ich bin schon wieder ziemlich blutig auf die Haxen, aber ja, das gehört zur Jahreszeit. Da haben wir noch viel mehr gelb wie rot auffälligerweise. Da ist eine gute Durchmischung. Das Ganze hat folgende Geschichte und das sehen wir dann auch bei der fleischroten Rostkastanie. Das sind Saftmale, nennen sie das. Mit diesen Malen zeigt die Blüte an, ob was zum Holen ist oder nicht. Also das dient da für Bestäuber gezielt an die passende Blüte zu locken. In die gelben ist nur Nektar drinnen. Also die gelben produzieren nur Nektar, da kriegt ein Bestäuber eine Belohnung. Da sehen wir auch, schaut diese Staubblätter mit diesen Staubbeutel drauf, was der männliche Teil ist, die sind da nur gut beschut. Also mit den Staubbeutel sind nur voll. Ja, also das sind diese orangefarbenen Kugeln, die was da dranhängen, an dieser gelben. Wenn wir sie dann drüber die einmal eine rote anschauen, da sind diese Staubbeutel, die schauen ganz unscheinbar aus, die haben nämlich einen Pollen schon verschossen sozusagen, beziehungsweise mitgeben an einen Bestäuber. Und das Rot signalisiert, ich bin leer, da ist nichts zum Holen, mich brauchst nicht anfliegen. Ist doch voll fantastisch, oder? Also dieser Blütenstand sagt in die Einzelblüten Bestäuber, hey, besuch mich oder vergiss die Liebesmüh, bei mir ist eh nichts zum Holen. Und da sehen wir dann diese Zwischenschattierungen. Das Ganze geht ja jetzt nicht von heute auf gleich, zumindest nicht in Sekundenschnelle, sondern das rennt in Tageszyklen. Also es geht am ersten Tag gelb auf und dann am nächsten Tag dieses hellrosa, bis halt dann in dieses ganze Rot gemündet ist. Also wenn es richtig, ich bin Laie, ich muss das dazu sagen, falls das ein Botaniker sieht, wenn ich das richtig verstanden habe, dauert dieser Lebenszyklus praktisch circa 3 Tage. Ja, fantastische Sache. Sehen wir da unten noch irgendwas? Ja, es gingen nicht alle Blüten gleichzeitig auf, seht ihr, da sind praktisch nur knospige Blütenstände, also das praktisch hat eine gewisse Lebensdauer, dieser Gesamtblütenstand. Ja, ich finde das fantastisch, also für mich, also für einen heimischen Baum, die größte
Blüte, also naja, der größte Blütenstand, den was ich kenne von einem heimischen Baum. Ja, und dann möchte ich euch ja auch noch die Fleischrute zeigen, das machen wir sicher. Und wir, ja, es gibt ja nur ein paar auffällige Blüher, die fangen wir auch noch ein. So, Schatz, ein weiterer Vertreter, der was auffällig blüht um die Zeit, ist der Weißdorn. Gleich einmal, der kann aus Baumform wachsen, also ein kleines Bäumchen, und dort leichter aus Strauch durch, dort beamen wir uns nachher kurz hin. Das Auffällige ist vielleicht nicht unbedingt die Blüten aussehen oder Form, weil das kommt man von den Weiden mit Kirschen, Zwetschgen, was gut was verwechseln. Aber er hat eben eine Menge von diesen Blüten. Also ein Weißdorn in Vollblüte, ein stattlicher Strauch, bei gutem Licht kann echt beeindruckend ausschauen. Kann ich mit meiner Kamera so und so nicht einfangen, darum probiere ich das auch gar nicht. Aber wir schauen sich die Blüten noch genauer an. Denn es gibt, wenn sie frisch aufgeblüht sind, doch eine optische Auffälligkeit. Und das hoffe ich, dass ich herzeigen kann. Aufpassen beim Greifen, Weißdorn heißt nicht nur Weißdorn, sondern hat auch Dornen, also da ist gerade ein Dorn bei meinem Finger, aber ich werde mir das da herbiegen. Schaut einmal. Also, 5 weiße Blütenblätter, also so weit so unauffällig, aber die Staubbeutel, was der männliche Teil dieser zwittrigen Blüte ist, ist so auffällig, ja, rötlich, rosarot. Seht ihr das? Ja. Und in der Mitte hängt da, und da kommt jetzt eine Unterscheidungsmöglichkeit, weil mit der Zuordnung ist ein Hund. Die Weißdorne, ich glaube bei uns gibt es 22 Arten, aber die vermischen sich untereinander. Und dann gibt es die, was zuständig sind für Einsortierung von Arten, die versuchen, das irgendwie dann wieder unterzusortieren, und dann sind sie schnell einmal auf 200-300. Also für uns als Laie kann man es wahrscheinlich echt vergessen, dass man das genau macht. Aber häufig gibt es bei mir den eingriffeligen und den zweigriffeligen Weißdorn. Und das kann ich erklären, wie es zu dem Namen kommt. Hat nämlich mit dem Damenteil zu tun. Die Dame da drinnen, seht ihr das, das ist dieses grüne Stabal. Da sehen wir das schön, ein bisschen gekrümmt. Das ist der Stempel. Der Stempel ist der weibliche Teil bei einem Bedecktsamer. Man kann auch Fruchtblatt sagen, aber da muss man, wenn man es genau nimmt, sollte man Fruchtblatt nur bei den Nacktsamer sagen, also bei den zapfenbildenden Nadelbaum von uns zum Beispiel. Und bei den Bedecktsamer, so wie eben da dieser ist, sollte man eben Stempel sagen. Und der Stempel setzt sich zusammen, oben ist die Narbe, also wo der Pollenbinken bleiben kann. Dann kommt der Griffel, das ist der lange, in dem Fall grüne Schlauch, der was nach unten zum Fruchtknoten, wisst ihr was, ich reiß mir da ein Blüter raus. So. Der was zum Fruchtknoten unten führt. Also da unten, da unten ist der Fruchtknoten, der was dann eben zur Frucht anschwimmen kann. Das, was wir dann eben aus Weißdornfrucht kennen. Und da gibt es eben Weißdorne, die was zwei so grüne Stabeln nach unten haben oder eben nur einen. Eingriffelig ist klar, da gibt es nur ein so ein Stabel, das was nach unten führt, und der zweigriffelige hat zwei, kann sogar drei haben. Das schauen wir ich an, wenn ich Weißdorn bestimme. Okay? Also, das Auffällige ist diese rötliche Färbung von den Staubbeutel. Das bleibt aber nur so lange erhalten, bis ihr die ausgestaubt habt. Seht ihr das? Also da diese schwarzen Dinger, die sind nicht irgendwie kaputt, sondern die haben ja einen Job schon erledigt. Also das ist rötliche nur dann. Okay, ich beam uns jetzt kurz zu diesem Strauchexemplar. Schatz, und da sind wir eben bei der Strauchform. Ah, der, also, aber der hat schon mehr wie ein Stämmchen. Also da kann man streiten, ist wahrscheinlich ja mittendrin. Aber da kann man schon erahnen, wie denn das ausschaut, wenn der in Vollblüte steht und schon ein größeres Exemplar ist, dann ist ja das doch sehr beeindruckend. Und auch da haben wir jetzt wieder schön das Bild. Ihr seht, die Männer da sind noch nicht ausgestaubt, da ist es so richtig schön auffällig rötlich. Und wenn es dann verstaubt ist, wird es da schon wieder unauffällig, die Geschichte. Okay, also, ein weiterer Auffälliger, der Weißdorn, und wir gehen auf Suche nach weiteren auffälligen Kollegen.
Schaut, zwei, drei auffällige Blüten hat die gewöhnliche Traubenkirsche und da sehen wir aber jetzt eben eine Zuchtform. Also gibt es ein Traubenkirschen-Video, das hänge da an. Die heißt, glaube ich, Vaterere oder so. Ist eh wurscht. Der Unterschied ist, sie hat voll schön lange Blütenstände. Also seht ihr, das ist nicht nur eine Ausnahme, sondern das ist ein Programm, züchterisch erwirkt. Und es kann auch die gewöhnliche Traubenkirsche unterschiedlich, also das ist die gewöhnliche Traubenkirsche, auch die wilde gewöhnliche Traubenkirsche ziemlich lange Stände entwickeln. Aber so regelmäßig und alle so schön lang, und zum Teil dann auch so schön abstehend, da gebe ich euch dann noch vier, das ist eben bei dieser Zuchtform. Auch da ist so, wenn man sowas in seinem Hof oder Park oder sonst wo hat, wo man das findet, im Herbst, eigentlich im späten Sommer, kann man die Früchte essen. Aber das ist ja wirklich ein tolles Ding, also schaut euch das an. Ja, also das kann man als auffällig betrachten. Ich gucke jetzt, das war jetzt auch noch mein Plan, dass ich auch die gewöhnliche Traubenkirsche da mit rannehme, aber da bin ich heuer spät dran, beziehungsweise wenn wir mir einen anderen Schritt geben wollen, die Traubenkirsche, die war viel zu bald dran. Okay, also ich schaue wieder weiter um auffällige Blüten. So, schaut, das ist schon mein Plan Y und es wird einfach nichts mehr, aber ich habe ja gesagt, ich zeige es auch noch her. Also das ist die gewöhnliche Traubenkirsche. Aber die ist schon überall verblüht. Also ich kann euch das blühen. Also ich habe ein Video verlinkt. Aber was ich dafür zeigen kann, schaut, aber ihr geht schon los. Traubenkirschen, Gespinstmotte hat da schon das erste Gespinst hinterlassen. Also auch die gibt's und die wird sicher auch in diesem Jahr wieder Thema. Auch da oben ist schon so ein Nestal. Aber ja, das wollte ich nur der Vollständigkeit halber jetzt gesagt haben, weil ich habe echt einen Vogel, das müsst ihr mal wissen. Ich bin da jetzt echt katscht und katscht und katscht von Bereich zu Bereich, von Ort zu Ort und es ist halt schon spät. Okay, aber ja, ich habe es nicht einfach nicht gemacht. Also wirklich auffällig ist eben die gewöhnliche Berberitze. Da habe ich eh schon ein spezielles Video gemacht, da blogge ich euch jetzt nicht lang damit. Das Video verlinke ich da hier oben. Nur man sieht es nicht nur, also auch dort, sogar mit meiner Kamera ist es wahrscheinlich jetzt sichtbar, dass das dort auch Berberitze ist. Man riecht es auch. Also wenn man da vorbeigeht, da kann man sogar einen Schnupfen haben, dass man mitkriegt, dass da Berberitze ist. Und aufpassen beim Greifen, das ist bedornt, also da kann man sich stechen. Seht ihr, da ist ein Dorn. Und ja, also ist eine echte Blütenpracht. So, fesch. Und ja, wie gesagt, also ich lasse euch mit dem, das habe ich praktisch eh oben nochmal verlinkt, nur es sei erwähnt, gehört zu den Auffälligkeiten Ende April, Anfang Mai. Gewöhnliche Berberitze. Es gibt auch die Thunberg-Berberitze, die wird oft gesetzt, die hat ja jetzt schon so rötliche Farbe vom Laub und die Blüten schauen ganz anders aus. Nur dass ihr wisst, es gibt nicht eine Berberitze, sondern mehrere Berberitzengewächse, aber das ist die gewöhnliche Berberitze und ich finde die auch ziemlich häufig hier draußen im Holz. Da, mit einem Blüten-Nahaufnahme enden da. Hat um diese Zeit auch extrem auffällig und das können nur viel größere Blütenteller sein, setzt sie aus lauter Einzelblüten zusammen, ist der wollige Schneeball. Ja. Auch da ist so, dass die Blüten, wenn sich das anschaut, die sind nicht irgendwie recht tiefe Kelche. Also da kommen alle möglichen Bestäuber in Frage. Da sieht man auch ganz oft drauf Käfer umeinander kraxeln, die was da in den Kopf eindunken. Da ist eine Menge los. Und es geht voll schnell. Also da schaut's, da ist ein Käfer am Merken. Oder mehrere, da sind ein paar so kleine Schwarze drinnen. Der ist da. Schauen wir mal, was da los ist. Da ist gerade gar nichts los. Aber es geht voll schnell und die Blüte ist schon wieder vorbei und ihr seht, da sind schon wieder die ersten Blütenblätter abgefallen und da sieht man, also wenn die Bestäubung funktioniert hat, dann entwickeln sich da draus so Früchte. Die sind nicht kugelrund, die sind ein bisschen, wie sagt man da, oval, aber das zeige ich euch eh, wenn es soweit ist. Und es ist nichts zum Essen für uns.
Aber eben jetzt um diese Zeit auffällig, kann viel größer sein, auch eben die Blütenteller sind verschieden groß. Schaut, auch das da gut. Ja. Das ist da ein Mittelding und da herüben haben wir, ja, nehmen wir das aus, ja, das ist dann ja doch größer gewesen. Okay, wolliger Schneeball. So, schaut, auch wenn meine Kamera das immer sehr unzulänglich schafft, das große Flächen gut darstellt oder das einfangen kann. Vielleicht kann das sowieso keine Kamera, dass das einfängt, was unsere Augen uns schenken. Aber wir schließen mit der Kastanie. Wir haben ja mit der begonnen, unsere gewaltige Blütentour. Aber ich zeige euch noch die Blüte von der fleischroten Rostkastanie. Das habe ich ja versprochen. Ich gehe da noch ein Stückchen vorbei. Also das ist die fleischrote Rostkastanie, fleischrote Rostkastanie. Und da leicht mal auf, das ist unsere gewöhnliche Rostkastanie. Und da schaut, also wenn wir da so durchschauen, also das ist ja wirklich ein Spektakel, oder? Also das ist toll. Und Fleischrote hat, ihr seht, es unterscheidet sich nicht wirklich arg. Also wie man erkennt aus Kastanie vom Blatt und von der Blüte. Aber der ist eben so, wenn man schaut, da ist ein gelbes Saftmal und da, die sind dann schon komplett rot, diese Blüten. Also auch die haben genau dieses Locksystem bzw. Informationssystem. Weil gelockt wird ja durch die Belohnung Nektar, Pollen und die Farbe dient, es kommt immer wieder ein Flieger, die Farbe dient als Information. Okay, das sind natürlich nicht alle besonderen Blüten, was es gibt, aber jetzt gerade bei mir ist das sinnvoll zum Herzagen. Fehlen tut mir noch besonders, möchte ich noch die Robinie erwähnen, wenn die dann in Blüte geht, das ist toll. Der Liguster hat auch schöne Blüten, schön ist sowieso alles, aber der Liguster und besonders der gewöhnliche Schneeball mit seinen großen Randblüten, also da kommt schon noch was. Aber das wird möglicherweise immer nur eingestrahlt. Okay, und ja, wenn das tiefer interessiert, Werbung für die Homepage. Also bitte, ihr findet auf meiner Homepage pflanzenvielfalt.net wirklich zu fast jeden, also 70 Bäumen und da mit Blütenfotos und auch Link zu Videos vom Vorjahr oder vom Vorvorjahr. Also nutzt das, wenn ihr das wollt. Für heute, pfiat euch und lasst es euch gut gehen.